Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Leech DD 2 im Mini- und Wambo-Modus. Gucken wir mal. Ich habe ein Schwein, das ist nicht schlecht, ein Tor. Für den Anfang auch nicht verkehrt. Leviathan muss nicht sein. Ich glaube, ich gehe mit einem Tor. Das klingt nicht schlecht. Champion Tor. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Gerade die Spawns, die dann auch noch den Champion Buff haben, sind super stark. Okay, Löwe. Alpha-Männchen. Krächerin. Ready. Ja, Mini Wambo. Das heißt, man startet hier mit dicken Einheiten. Aufgewertet manchmal. Ja, aber so ein Tor ist schon stark. Gerade mit dem Champion Buff. Sogar noch viel mehr. Was haben die Gegner? Schattentänzer, ein Pegasus-Start, Gerächerin und ein violetter Falke. Das ist nicht unbedingt was ich nehmen würde, wenn man am Anfang dicke Einheiten zur Auswahl hat. Aber naja, muss ja jeder selber wissen. Müssen wir dann gucken, dass wir vielleicht auf die 6 gehen und mal ein bisschen was schicken. Können auf jeden Fall 6 Würfel gehen, gar kein Problem. Ganz entspannt. Ich werde bestimmt keine Kaugummi platzieren. Darauf habe ich keinen Bock. Ich bin ganz oben, jawohl. Durch die 6 Worker hat man da schon ein bisschen was dazu bekommen. Eine Schnecke geschickt. Aus der Autosend. Okay, jetzt könnte ich ein paar Probleme haben. Aber es kamen noch 2 raus. Also alles cool. Alles entspannt. Ja, wir könnten tatsächlich den Angler platzieren. Die 2 Stück. Ist ja noch relativ früh. Da können die sich noch ein bisschen hochstecken. Klar, jetzt bringt sie nichts. Jetzt kacken sie einfach nur ab, aber. Wenn ich da ein bisschen Frontline gebaut habe, dann wird das schon. Wir bauen den Mudman. Goblin Copter mit dazu. Ja, ich gehe mal Eye Worker.
Das ist gar nicht schlecht. Ja, die Klone sind einfach zu fett. Champion Buff noch oben drauf. Das wird erstmal nichts. Ja, ich wüsste auch nicht, was ich sonst reinschicken soll. Ich nehme die erstmal mit. Dass ich dann hier noch Pyros draus machen kann, hier ein Zeus. Das klingt auf jeden Fall am Plan. Aber er ist noch dazu gepackt. Ja, locker verteidigt. Im Tor ist sogar noch einer drin gewesen. Champion Angler mit vollem Mann. Ha. Tot. Ich hau mal den Blut mit rein, mal gucken, was passiert. Ich habe schon wieder was übers. Es ist nicht so die beste Variante, aber ich mache es erstmal so. Ja, ich muss auf jeden Fall die Frontline noch verstärken. Da ist noch nicht so viel da. Manta wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, ich nehme den Berserker. Einfach weil der auch gleichzeitig ein Tank ist, wenn man den aufgewertet hat. Weil der über 4000 Leben hat. Nächste Runde soll ich erstmal gut über die Wellen drüber kommen. Ist erstmal kein Problem. Schattentänzer habe ich jetzt auch noch. Na, ich guck mal, was so passiert. Auf jeden Fall Magier, Pulverisierer, Embargo. Magier brauche ich jetzt nicht unbedingt, da habe ich noch nicht so geile Einheiten bekommen. Aber Pulverisierer kann ich immer auf den Zeus machen. Das geht immer. Let's go, boys. Das geht immer. Dann werden wir hier einfach noch eine Blume hinstellen. Consider it done. Und fertig. Gucken wir mal. 120 kommt ein Dino an. Ich gucke jetzt mal rüber. Okay, er hat Blumen platziert.
Ja, die Klone sind einfach mega stark. Kommen auch immer wieder neue dazu, wenn der nicht abkackt. Bauen wir erstmal ein paar neue Worker. Nächste Runde werde ich den Zeus auf. Das ist der Plan. Deswegen gebe ich mir ein bisschen Gold auf. On my way. So, wir machen hier den Zeus fett. Und den Manta nehme ich mit. Den Manta nehme ich auf jeden Fall mit. Allen kann ich bald aufwerten, das ist gut. King ist schon komplett. Nächste Runde Pyro aufwerten auf jeden Fall. Das ist wichtig. Und ich werde wahrscheinlich den Pulverisierer nehmen. Auf den Zeus. Oh. 91 Leben. So, passt. Nächste Runde lade ich den auf. Zwei Pyros am Start, eine Blume sogar. Sollte reichen. Drüben ist auch bereits ein Seelentor, ein Metzger. Ist natürlich nicht schlecht. Okay, hier wird mit dem Wächter der Meere gearbeitet. Da sind einfach nur Seeschlangen. Er hat Pulverisierer. Okay. So ist das also. Man kann es prinzipiell ja auch der Blume geben, na? Aber die hat ja so einen langsamen Attack-Speed. Das macht auf dem schon Sinn, auf der Gatling Gun, auf dem Harpier. Sowas eben. Jetzt hier noch Mana rausplatzieren. Das hilft mir dann meine Angler groß zu machen. Zwei beschissene Ratten. Die werde ich für Müffi nutzen. Für was anderes brauche ich die nicht. Aber da könnte ich dann vielleicht noch mal ein bisschen was rausholen. Das ist gar nicht schlecht. Gar keine Probleme zu verteidigen. Alles entspannt. So. Den werte ich auf. Die ist schon stark, ne? Nehmen wir die mit. Ja, die nehmen wir mit. Können auch den mitnehmen. Dass wir noch mal ein bisschen was rausholen können.
Da ist ein Boombaum. Dann Blume aufgewertet. Oh, der ist schon tot. Das ging flott. Plus. Der hat sehr, sehr viel Worker wahrscheinlich gebaut. On my way. All right, sir. Noch ein Tor hätte ich zur Auswahl. Wir machen das. Dann werde ich hier noch ein Mana-Ross mitnehmen. Oder zwei. Einfach damit das Mana sich hier noch ein bisschen verteilt zwischen den dreien. Beziehungsweise dem einen Zeus, der da noch steht. Das Tor da unten. So, ihr werdet jetzt schön Mythium für mich sammeln. Und das jede Runde. Kriege ich halt noch so ein bisschen extra. Was bringen die 11? Ja, 22 pro Runde, da sagt man nicht nein. Plus das, was noch von den Chloropixies kommt. Ich könnte verkacken. Ja, halb so wild. Das ist alles ganz entspannt. So, ihr geht sofort wieder runter. Die werten wir auf. Den können wir gut noch gebrauchen. Hauen wir die einfach noch mit rein. Und dann hauen wir Walker rein. Wir sollten eigentlich gute Arbeit leisten, dass ich hier ganz gut durchkomme. Na, die Frontline ist halt schon down, ne? Der Manta war auch nicht schlecht. Wert. Nee, ich wollte nicht platzieren. So, wir könnten hier auf jeden Fall mal ein bisschen aufwerten. Einfach damit die Frontline sich ein bisschen verstärkt. Ja, das klingt gut. Lock and load. 520. Alles Drachen. Soll eine gute Wave sein, ja, der ist schon tot. Ja, Feuer Elementar. Ich würde auch noch abkacken. Ich gehalten, ja. Sehr gut. So muss es sein. Ich schieße wahrscheinlich auf 18 nochmal. Klingt nach einem guten Plan.
APS in die Mitte. Weiß ich jetzt nicht so recht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, ich baue lieber noch ein paar Tore. Aber ich habe jetzt sonst keinen anderen Buff gekriegt bis jetzt. Das ist halt das Problem. Also ist ja kein Problem so, aber es wäre schöner, wenn es so, ja, ein Ochse oder sowas. Holy shit. Das schaffe ich nicht. Das kannst du mir kaum vorstellen. 860. Es sieht gar nicht so schlecht aus, aber es sind halt, ist halt nur noch das eine Tor da gewesen. So, wir gucken mal. Hat viele Blumen, ne? Brauchst du Marktschaden noch dazu? Voreis wäre gar nicht schlecht. Kommen wir hier erstmal noch mit rein. So, Upgrade. Machen wir noch einen zweiten. Machen wir noch einen dritten. Stellen wir so einen Baum hin. Max ist nicht schlecht für den seine Spawns. Komm noch Robo rein. Jetzt hat er den mal aufgewertet. War die ganze Zeit noch der normale Schattentänzer. Er holt halt immer wieder neue. Immer wenn der eine abgekackt ist, kommt noch. Ja. Ist das nervig. Jetzt habe ich hier, was ich brauche. Das sieht gut aus. Immer noch kein Buffer für die Mitte. Also ja, APS wollte ich jetzt nicht nehmen. Also mir würde ja bringen, ein Metzger würde mir schon was bringen oder ein Ochse. Das wäre geil. Aber krieg ich einfach nicht. Aber immerhin habe ich die Fürsten des Todes gekriegt. Mit den Drachen sind die super stark. Ich hol jetzt auch keine Worker mehr. 87 sollte reichen. Ich habe vergessen, meine Ratten wegzuschicken. Verzieht euch. So, jetzt müssen wir hier ein paar Upgrades machen. Also ich habe schon ganz gute Einheiten, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt irgendwas. Also meine Frontline ist jetzt nicht so stark. Und durch die Fürsten habe ich sogar noch eine extra Frontline mit den Drachen.
ist gar nicht schlecht, aber so der Rest weiß ich nicht. Aber schwimmen einfach noch das extra Mythium ab durch die Chloropixis und die Ratten, dass ich mir da noch einen kleinen Vorteil rausholen kann. Nehmen wir die Schweine mit. Nee, du bringst mir nichts. Die Schweine sind gut, nochmal extra Frontline. Der hat ein Herz gebaut, wenn die nicht wären. Einer 320 geschickt bekommen. Okay, anscheinend schicken wir jetzt. Okay, wir nehmen natürlich die Dreieinigkeit. Wir nehmen Stichler. Da ist er. Aber habe nicht genug Gnade, ihn aufzuwerten. Komm, Mana Rüssel. ...4600 runter. Und 2500 hat er mir geschickt. Noch 2200. Ja, das kann ich nicht halten. Da bin ich schnell down. Jawohl, ich konnte durch die Tore noch eine Sekunde länger rauszögern. Alle down. Diese eine Sekunde macht es dann schon aus. Oh, es wird eng, aber scheint, als verlieren wir. Ja. Bei uns waren sie näher dran. Da waren sie schneller da. Schade. Es war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Das Link, Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.